Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1, der Definitive Edition. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Sektenlager, um dort die Blutfliegen zu klatschen und natürlich das Sumpfkraut einzusammeln und abzugeben. Na hoppla. Da ist er wohl gestolpert. Unser guter Held. Vielleicht nehme ich jetzt sogar die Barane mit, die da sind. Die letzten habe ich ja schnell weggekriegt. Vielleicht klappt das ja jetzt. Na komm, hänge nicht fest. Genau die meine ich. Davor speichern wir ab. Und dann probieren wir die Viecher mal. Na komm. Ach du Scheiße. Okay, da wird nichts. Komm mal zurück. Kommando zurück. Alter, die machen ein Damage. Warte mal, ich probiere es noch einmal. So kann ich die nicht stehen lassen. Das wäre ja kritisch. Ich sehe nichts. Bitte, Kritte. Nice. Oh, ich bin so gut. Einfach der beste Spieler bin ich. Der beste Spieler. So, jetzt haben wir uns eine Heilpflanze rein. Oder ein Kraut. So, sehr schön. Die haben wir schon mal. Hören wir uns den letzten auch noch. Nein! Wie sieht er an? Vor allem, dass die nur 80 geben. Und eine Blutfliege, die Two-Shotte, die geben einfach 70. Das macht gar keinen Sinn. So, sehr schön. Dann haben wir die aber schon mal. Sehr vekofrei. Ein bisschen sicherer. Was haben wir hier oben? Hängen erstmal fest. Der Nachladeruckler. Gleich regnet es bestimmt. Ja, sag ich ja. Ihr kennt das Spiel in- und auswendig. Oh no, noch mehr für den Viechern. Na komm. Speichern wir noch mal. Probieren wir das Ganze noch mal. Pilze haben wir ja genug. Solange einer kommt, geht es immer noch. Oh no! Ihr Wichser! Ihr Elende! Ja, wie kommt denn da? Die Animation ist auch so verbuggt. Der müsste ja eigentlich jetzt nach vorne fallen und sterben. Naja, komm. Da die Definitive Edition muss wahrscheinlich nochmal geupdatet werden. Naja, komm, lass mal. Können wir auch ein andermal machen, die Viecher. Wenn ich vielleicht noch ein, zwei Stufen höher bin, aber bessere Rüstung anhabe.
weiß ich ja nicht, wo ich bin. Bin ich hier richtig? Ja. Hier ist der Weg. Am besten, ich leg mich jetzt nochmal schlafen. Damit es morgen ist und das schlechte Wetter weg ist. Hab ja jetzt eine eigene Hütte hier, wa? Das ist zum Beispiel cool gemacht, dass man erst die Hütte hat. Hopp! Der was zu sagen jetzt, wo ich seinen Kumpel hergebracht habe? Hey du. Dein Kumpel ist jetzt auch hier. Dusty ist hier? Wo steckt er? Er wird drüben von Barton 3 unterrichtet. Dann werde ich ihm später direkt einen Besuch abstatten. Danke, dass du ihn hierher gebracht hast. Super. Über eine kleine Belohnung hätte ich mich gefreut. Aber naja. Das habe ich früher auch immer gesehen. Man bekommt nicht alles im Leben, wa? So, jetzt hier hoch. Und ab ins Bettchen. Der Regen ist auch weg. Sehr schön. Sieht doch gleich viel schöner aus, wa? Holy shit. Ich finde es immer noch beeindruckend, wie viel die Community aus den alten Gothic-Spielen rausholt. Und natürlich aus Skyrim und so weiter. Aber bei Gothic ist es nochmal eine Hausnummer geiler, finde ich, weil das Spiel noch viel älter ist. So, jetzt schauen wir uns die Lage mal an. Da sind sie schon, die hässlichen Fliegen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Bitte nur eine. Bitte nur eine, sonst ist es unfair. Oh no. Ja, wie gesagt. Ja komm, der wird nichts. Das muss ich mich besser anstellen. Ey, diese scheiß Blutfliegen wirklich. Was die auch für einen Schaden machen, Alter. Die brauchen 3 oder 4 Hits für mich. Hier keiner was hat. Ich hab schon 1000 Sachen gelernt zu plündern. Rinnenkopf, die Pflanzen. Weg mit dem Vieh. So, jetzt noch die 3 hier unten.
komm. Die backen da wieder vor sich hin. Also wenn es mal krittet, dann krittet es richtig. Das hier fällt mir. Ja, schon klar. Die trifft mich, aber ich die nicht. Weg damit. Ekelhafte Scheißviecher. Stellt euch mal vor, die würde Wirklichkeit geben. Machst du abends das Fenster auf zum Lüften? Kommt zum Vieren hier geflogen. Holy shit. So, dann komm mal her. Hier drüben hole ich mir auch noch gleich, wenn ich schon hier bin. Hey du. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen, das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Richtig. Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Das werde ich ihm ganz bestimmt nicht sagen. So ein Schuss von den Viechern. Nochmal gespeichert. Oh, falsche Taste. Ach du Scheiße, was krieg ich denn da rum? Ganz ehrlich, scheiß drauf. Eigentlich war absolut kein Bock, mir die Scheiße anzutun. Die Blutfliegen sind ja schon übel. Dann noch in der Masse. Dazwischen zwei, drei Sumpfhaie. Nee, danke. Nein, nein. Kann ich drauf verzichten. So, jetzt bringen wir den Typ das scheiß Kraut. Da sind sie schon aufgestanden, die Wichser. Wollten sie gleich Randale machen. So, wo sind wir jetzt hier? Ist der alte Sack hier? Ja. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Na los, lass mich vor. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Das war ja schon vorher klar. Ich habe so etwas gar nicht gesagt. Das interessiert mich nicht. Da muss man doch mal zuhören. Geralt Bärtchen in den Sturm.
So, jetzt ist die Frage. Wie krieg den rum? Jetzt brauche ich noch einen Zauberspruch. Dann habe ich alle. Nur Iberion und eine Handvoll anderer machten sich auf und gründeten die Bruderschaft. Ich dachte, das wäre schon der Schläfer. Ich wundere mich über gar nichts. Lass uns lieber über was. Steh nicht im Weg, Mann. Hier wird gearbeitet. So, gucken wir mal. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ob der einen Dietrich hat. Nee, warte mal, hat er nicht. Ich will mit dir handeln. Gut. Aber der hat Erz. Und ich habe Waffen. Junge, dass die immer nur so wenig Erz haben, das kotzt mich ja derbe an. Ja, komm, machen wir. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Selbst ist aber nicht drauf gekommen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Also bis jetzt finde ich die Mod ganz gut. Das ist wirklich nicht mein Problem. Er weiß ja nicht mal, wie er nur das mit dem Erz, das ist für mich ein Kritikpunkt, muss ich sagen. Das ist doch alles. Ist ja komplett lächerlich. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Außerdem bekommst du noch 3 Wurzelsuppen für den Hunger danach. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Der hat auch ein bisschen Erz. Können wir die Scheiße wieder verkaufen? Ist doch wahr. Ja, ist wahr. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Du verkaufst den Scheiß, Junge. Komplette Verarsche wieder. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Das war doch schon vorher klar. Das ist kein Geheimnis, was man weiß. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Er musste es ja besser wissen. Früher wäre das ganz anders geworden. War nicht besonders scharf. Halt! Solange du keinen guten Grund hast, wirst du meinen Meister nicht bei der Arbeit stören. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Du kannst passieren. Gorkalom, du geiler Bock. Von mir erfährt keiner, das habe ich früher auch immer gesagt. Hallo. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was willst du? Er hat auf alles glauben lassen, was ich damit nichts zu tun habe. Er weiß ja nicht mal. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Na super. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Mach Platz. Also ich weiß noch, das Rezept, was ich brauche, ist in einer der beiden Kisten. Wahrscheinlich in der hier. Soll ich's in dich reinprügeln? Weg da! Ja, ist ja gut, jetzt hat er mich wieder vorgestellt. Solange ich damit nichts zu tun habe, sich das jemals wahrscheinlich ausgereicht. Na gut. Meinst du mir, ich es besser? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Dietrich habe ich aber nicht, oder? Das wird nicht so heiß gegessen. Oder habe ich aus Versehen einen aufgenommen und ich weiß nichts davon? Keine Dietriche mehr. Nein. Junge, wo kriegen scheiß Dietrich her? Das gibt's ja nicht. Es war doch seine Entscheidung. So, das Kraut habe ich abgeliefert. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Der muss einfach mehr trainieren. War doch klar, dass das Ärger gibt. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Quatsch, hat sich das jemals ändern. Jetzt krieg ich nochmal zu dem Typ hin. Vielleicht hat er noch eine Belohnung für mich, weil ich das Kraut abgeliefert habe. Und zusammen versuchten sie durch Gebet und Meditation den Schläfer auf spirituelle.
Und hopp. Der ist aber nicht schon Pflicht. So, Auftrag erledigt. Ich habe Korkalom das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Mühe. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Da weiß ich schon, wo ich ihn einsetze. Wie läuft die Krautproduktion? Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste, um genug für uns und den Handel mit den anderen Lagern herzustellen. Aber es ist ein Opfer für den Schläfer. Und so bringen es die Novizen gerne. Ah, den glaube ich nicht so. Aber gut. Die armen Schweine hier, ey. Tag und Nacht Kraut machen. Na gut, hinterher rauchen sie, sind bekifft. Also passt jetzt schon. Bam. Eigentlich wollte ich abspringen. So, den Zauber nutze ich jetzt hier gleich. Wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders. Den Schläfer zu rufen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu predigen, um mehr Ungläubige von der Wahrheit zu überzeugen. Sie arbeiteten na, ohne super. Unterlass. Tage. Was ist denn das für eine Scheiße Monate. Schon wieder? Und das Lager wuchs heran. Mehr Männer kamen dazu. Oh, wo komme ich jetzt irgendwo? Fucking Mana her. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Vielleicht eine Pflanze? Sie sich nieder. Das habe ich früher auch immer gesagt. Und wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren, haben nicht aufgegeben, den Schläfer zu rufen. Okay, der wird jetzt kritisch. Und zusammen versuchten sie durch Gebet und Meditation, den Schläfer auf spiritueller Ebene zu treffen. Und zusammen versuchten sie durch Gebet und Meditation, den Schläfer aufspielen. Na ja, gut, da muss ich einfach 3 Mana-Punkte leeren, wa? Das habe ich irgendwo auch immer gesagt. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit vergangen. Ich will ja alles mitnehmen. Viel hat sich geändert. Ich dachte, das wäre schon geklappt. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Muss ja eh nochmal hierher wegen dem scheiß Rezept. Ey, der kotzt mich so hart an. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. War doch klar, dass das Ärger gibt. So, dann würde ich jetzt sagen, gehe ich nochmal zu Redford, lerne die letzten paar Talente da. Gold habe ich noch genug, Lernpunkte jetzt auch. Jo. Und dann gehe ich einfach mal ein paar Monster klatschen. Bisschen Action die Folge, würde ich sagen. Dass ich noch 1-2 Level steige. Naja, gut, 1 wenigsten. Die Varane, hier gleich mit. Probier ich zumindest. So, und rein in die Tümmel. Ist nur einer, oder? Ja. Bäm. Weggehauen, die, das Fickvieh, Alter. Wirklich. Varane hasse ich auch so hier im Spiel. Varane, Blutfliegen. Zombies, weil sie so scheiße rumschreien. Richtig nervig. Und Harpien. Oh, wegen rumschreien und diese scheiße rumfliegen. Wer die Harpien Design hat, Alter, wirklich. Holy shit. Thank you.
hätte ja auch Bock auf 40 Stärke, war, damit ich sprinten kann. Dann komme ich einfach viel schneller von A nach B. Aber ich will jetzt auch nicht die ganzen Tiere killen und dann die ganzen Trophäen liegen lassen. Das wäre genauso beschissen. Da würde ich mich ärgern. Deswegen lernen wir jetzt erstmal nochmal die letzten Sachen beim Redford. Ich schaue nochmal bei den Händlern, vielleicht hat hier noch jemand Dietrich. Fisk und wie hieß er? Dexter, schaut nochmal rein. Der arme Kerl kann man nicht. Man erzählt sich ja so einiges. Der letzte Scheiß. Das ist eine schlimme Sache. Genau das habe ich auch gesagt. Wahrscheinlich hast du. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Nicht so viel quatschen. Ja, ja. Der Geschichte muss wohl noch was dran sein. Warum passiert sowas immer wieder? Mich fragt ja keiner. Mit mir kann man sowas nicht machen. Hat einfach keiner an Dietrich. Es ist wirklich lächerlich. Ich hätte das nicht gedacht. Zeig mir deine Ware. Was ist das hier eigentlich? Ungewöhnliches? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Naja, gut. Geh erstmal zum Jäger. Die liegt hier auf dem Weg. Das ist wirklich nicht mein Problem. Da muss man einfach mal zuhören. Das gibt doch mehr. Dann level ich ein bisschen, wie gesagt, Monster killen, klatschen, weiß ich was. Dann lerne ich die Stärke und dann habe ich erstmal alles, was ich haben will. Kann schon sein. Manche. Was kann. Ne, wenn zu. Das hatten wir schon alle. Hier, Krallen abziehen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken. Auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Wie kann ich Moritz das Fett entnehmen? Erst will ich mein Erz sehen, wie... Hab ich nicht mehr. Scheiße.
Geil, genau, einer weniger. Naja gut, dann geht erstmal die Viecher killen jetzt überall. Der Problem, was mir aber gerade auffällt, ist, ich habe es zwar erlernt, aber es gibt ja keine Händler, die Erz haben. Wo verkaufe ich die ganze Scheiße jetzt? Ist die Frage. Ich hoffe, die haben ab Kapitel 2 mehr Erz, ey. Wirklich. Ist ja lächerlich. So, und wer seid ihr? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Und du? Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Wenn ich dann schon mal die scheiß Blutfliegen sehe, ey, wirklich, wird mir schon ganz anders. So, die box ich mal um. Keine Panik, verdammt! Bleib hier, du Feigling. Keine Zeit, ich muss noch was erledigen. Sind die jetzt sauer? Also die Typen auf jeden Fall, ja. Aber ich meine so allgemein im Lager. Dietrich! Oh Gott, drei Stück! Das war die beste Entscheidung meines Lebens. So, ich weiß nämlich, dass der Grimes, oder Grimms, oder was ich hier heißen soll, mich nachher draußen führen will. Ist das wirklich wahr? Lass uns lieber über was anderes reden. Das wird doch keine Ahnung, ich hörst du selbst. Okay, die sind sauer auf mich, scheiße. Von mir erfährt keiner was. Dann muss ich laden. Ich hab dich gewarnt, die Drecksfinger von meinen Sohn. Da! Steh auf! Ja, mit ihrem Zeug, ihr Wichser. So, ausgeraubt, alte Cloud. Ja, das alt mir. Haben wir noch Probleme jetzt, oder was? Hey du. Ja, du hast mich besiegt. War ein guter Kampf, aber jetzt ist genug. Hast du Glück gehabt. So, jetzt schau ich nochmal. Ob die Wache irgendwas mitgekriegt hat, wie vorhin. Nee, zum Glück nicht. Perfekt. Aufpassen, was man so rum erzählt. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja, das ist wirklich so. Das kenne ich auch aus dem echten Leben. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. So, mein Kumpel. Kann schon sein.
Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Na, ist doch gibt doch nur noch. War nicht besonders schlau. Das wundert mich nicht. Erstmal haben das habe ich früher auch. Das wird nicht so heiß gegessen. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Wir sollen dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Ihr miesen Wichser. Bloodwin, der alte Penner. Der kriegt sein Fett ohne weg, sag ich euch. So, was hast du dabei? Schon gut, es gehört dir. Ja, hab ja schon alt genommen. Das wird dir noch leid tun. Das glaube ich nicht. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen. Ja, wirklich. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Frieden klingt gut, das ist nicht beim Inventar. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Naja, gut. Haben wir doch erledigt. Drei neue Dietriche bekommen. Perfekt. Geiler geht's nicht. Dann kümmern wir uns mal um die Viecher hier, wa? Ey, krasse Blutfliegen so sehr, ey. Na komm. Eier jetzt nicht rum. Und komm allein. Alter, nee. Mich echt immer treffen, ey. Also Leute, ich habe mich auch erkundigt wegen dem Inventar, weil das so ein scheiß Inventar, weil das so scheiße leckt und FPS-Drops hat. Das ist anscheinend ein bekannter Bug der Mod. Dagegen kann ich leider nichts tun. Anscheinend. Ich habe im Forum mal nachgefragt. Noch keine Antwort bekommen. Aber das Problem hatten schon mehrere. Daher denke ich mal, wird das leider so bleiben. Was ich ziemlich schade finde, weil das nochmal das ganze Spielprinzip hier, das Gameplay ein bisschen trügt, muss ich sagen. Weil es auf Dauer schon ein bisschen nervig ist. Oh, die Shit in der Novarane hier. Hier wird ja mal schlimmer. Das Gute ist halt, die halten nichts aus. Das Schlechte ist, die geben mir solche Kellen. Wie bei Bud Spencer hier. Ab durch die Mitte. Ah. Oh.
Okay, was überhaupt nichts bringt. Gott, das wird eine Kasse, die Viecher. Wo legen wir erstmal die Scavenger? Fressen die die jetzt? Nee. Lass ich einfach in Ruhe. Komm, ich geh weiter. Vielleicht fängt noch andere Gegner da hinten, sind Scavenger wieder. Schaffe ich einen Wolf? Werden wir gleich sehen. Ja, na klar. Alter, was machen die mir alle für Schaden? Lurker schaue ich doch sicher hoch, oder? Safe. Denn nicht viel stärker als Varane. Okay, die Kritik nicht, aber sie sind einfacher zu handeln, weil die langsamer sind. Na komm, eben mal noch. Sag ja. Die sind einfach einfacher vom Kampf her, auch wenn ich nicht kritte. Bei den Scheiß. Varan sieht man nämlich einfach nicht, wann die zubeißen. Die sind so scheiße schnell. Alter, wenn ich das schon sehe, habe ich keinen Bock mehr. Nee, komm. Ist mir zu gefährlich. Vielleicht hier oben noch was? Junge, wir hatten hier so viel Varane hingestellt, jetzt mal ohne Witz. Hier habe ich nicht gesehen, scheiße. Hey, ist das eine Scheiße, Mann? Ich hab die echt nie gesehen. Ich hab nur die scheiß Skelette und so geachtet. Ach komm. Dann gehe ich mal durch den Wald. Da haben wir drei Wölfe, die werde ich nicht schaffen. Ja, ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Einzeln sind die Gegner kein Problem. Zu zweit wäre auch noch möglich, aber so. Dann gehe ich erstmal zum neuen Lager, würde ich sagen. Räume auf dem Weg da ein bisschen noch auf. Und lerne die drei Mana.
für die Schlafspurrolle. Ist ja klar. Kraut nehmen wir mit. Na gut, die habe ich schon ziemlich aufgeräumt. Außer natürlich Blutfliegen, sind überall. Ey. War noch gar nicht bereit. Kritt er doch mal! Alter, ich glaub's nicht. Ich bekomme so viel scheiß Schaden rein. Und ich bin schon Stufe 7. Holy shit. So eine hohe Stufe war ich, glaub ich, noch nie. Oh, früher nicht. Bevor ich mich einer Gilde angeschlossen habe. Ja, da oben, ey. Ey, Kasse, diese Scheißviecher. Kannst nicht oft genug betonen. Da geht's runter. Den Snapper, da gehen wir nicht hin. Die sind noch viel zu stark. Aber die Scavenger, die gehören mir. Zum Glück habe ich Quick Loot. So muss ich nicht mal ins Inventar. Was so scheiße rumleckt. Bitte, Kritte, bitte. Nochmal, genau, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, du Ehrenmann. Du Ehrenmann, mein Ehrenbruder. Hier, friss ein paar Kräuter. Schauen wir uns die Höhle mal an. Toter Novize. Sehr schön. Nehmen wir gleich mal an. Lederbeutel, auch wichtig. Feuerball, stark. Geile Höhle. Richtig geile Höhle. Aber hier unten müsste noch ein Wolf drin sein. Da ist er schon.
So, was hat der? Ach, das sind die Wachen. Komisch, dass die hier liegen, wa? Vor allen Dingen waren nur zwei. So, dann haben wir das hier auch schon mal geklärt. Hier war ich ja schon mal überall. Außer die Zwickling Goblins, die hier unten. Die müssten noch da sein. Die nehmen wir aber mit jetzt. Ah, dann könnte kritisch werden. Ganz easy. Steck die Waffe weg. Oh no. Was mache ich denn? Bin ich besoffen? Jetzt hat der Held wieder seine Tage. Verdammte Scheiße. Ja gut, der hält sich ja eh jetzt langsam. Jetzt kommt ja nichts mehr an Gegnern. Hier bin ich gerade schon durchgegangen. Die greife ich nicht an. Absolut keinen Bock drauf. Obwohl, ich bin ja bald wieder Level up, wa? Da werde ich in den sauren Apfel beißen müssen. Davor speichern wir aber nochmal. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu latschen. Aber gut, wie ich mich gegen die Blutfliegen schlage, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis dann.